Hallo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wird endlich mal wieder der Würfel bestimmen, wie viel wir essen müssen. Hier ist Dodo, Madeline und Oscar mit dabei. Das letzte Video von Oscar hat 1 Million Klicks und wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Bevor dieses krasse Video losgeht, wollte ich euch noch mitteilen, dass ab jetzt endlich mein Kochbuch erhältlich sein wird. Für nur 29,90 € 102 Rezepte. Schaut da gerne in der Videobeschreibung vorbei und los geht's. Also Freunde, wir gehen nach Röstgrad des Kaffees. Ich bin die dunkle Röstung und deswegen kann ich anfangen. Sechs, Alter! Bam, so spielt man das. Ich hab bestimmt wieder überhaupt gar kein Glück. Komm schon bitte mindestens 3. 6! Sechs, Alter, was ist mit euch? Ihr müsst das auch alles essen, das wisst ihr schon. Schaffen wir Hunger morgens immer, komm. Okay, ich darf weitermachen und 4! Alter! Jedes Mal, Leute, ist das okay. Also Freunde, ich habe angefangen, ich hatte eine 6. Das sind hier meine 6 Items. Einmal Grilled Cheese mit Ziegenkäse, sehr, sehr lecker. Ein Cinnamon Bun, Bananenbrot, Cold Brew mit kenianischem Kaffee, richtig lit. Ein Green Smoothie und Kaffee-Eis. Also Kaffee ist mein Leben, richtig fresh. Ich habe so Bock da drauf. Ja, Leute, ich hatte eine 1 gewürfelt. Jedes Mal Pech in jedem Video und habe mir jetzt hier einen Yellow Smoothie mit Mango, Ananas und Kokosnuss gegönnt. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Lasst es mir schmecken. Ich habe eine 6 gewürfelt und durfte somit 6 Sachen bestellen. Und das ist einmal ein Walnuss-Schoko-Cookie, ein Cappuccino, ein gelber Smoothie mit Banane, Ananas, Kokos, mein Lieblings. Dann ein Grilled Cheese, ich glaube, der ist mit Peanut Butter, Bacon und Käse. Wow. Ein Kaffee-Eis und weil ich nicht so viel schaffe, ein Wasser noch dazu, sind 6 Sachen. Ich habe eine 4 gewürfelt, das war perfekt für mich. Ich habe hier einmal ein Grilled Cheese mit Tomate, Basilikum und Rucola. Dann habe ich mich auch für einen Cinnamon Bun entschieden und der ist noch warm. Dann habe ich ein Cookie. Erdnussbutter Cookie und auch ein Smoothie, ein Green Smoothie. Oh mein Gott. Schmeckt der Smoothie? Ja, hab ich Hunger. Oha, Alter. Hätte ich nicht gedacht, der süß-salzig, liebe es. Cinnamon Bun? Schokolade ist flüssig, Alter. Boah, Alter. Schokolade und flüssiges Peanut Butter. Es geht weiter mit dem Mittagessen. So schön, dass man wieder draußen essen kann. Wir sind hier gerade bei Quan 19, heißt das. Sieht aus wie im Urlaub. Außengastronomie. Ich würde sagen, Madeline darf anfangen. Sie hatte eben die niedrigste Zahl gehabt. Ja, ich hab... Oh mein Gott, ich hab so Hunger. Die Würfel 3. Yeah! Also eine 3 würde mir echt ausreichen. 2! Perfekt! Ich würfel sowieso wieder eine 6. 5! Mir würde eine 2 reichen, weil ich eben so viel hatte. 2! Ich habe immer Ansage. Perfekt. Ich hatte ja nichts zum Frühstück, deswegen esse ich jetzt meinen Strohhalm hier. Ich habe so Hunger, ich kann es nicht mehr abwarten. Ich hatte ja eine 2 gewürfelt und ich habe mir hier Reisnudeln bestellt mit Rindfleisch und ja, ein bisschen Salat. Dazu habe ich mir eine frische Himbeer-Zitronen-Limonade bestellt. Ich habe ja eine 5 gewürfelt, also kann ich mir richtig was gönnen. Ich habe mir hier einmal Frühlingsrollen... Was?
Ich habe mir einmal Frühlingsrollen bestellt, dazu Süßkartoffelpommes mit Mayo und Edamame. Als Getränk habe ich hier ein Erdbeer-Pfirsich-Eistee und dann gibt es für mich noch ein Dessert und das zeige ich euch gleich mal. Ich habe eine 2 gewürfelt, also durfte ich 2 Sachen bestellen. Ich habe hier so eine Limonade und einmal Mango Sticky Rice mit Hähnchen. Und ich habe mal wieder eine 5 gewürfelt, richtig hohe Zahl. Ich bin komplett eskaliert. Einmal haben wir hier Sommerrollen, richtig geil mit Garnele. Dann haben wir hier einen Baobab-Burger, sehr, sehr geil. Das ist gekochtes Brot, kann man glaube ich sagen. Und auch Mango Sticky Rice, weil ich das übertrieben feiere. Ein Espresso for the Digestion und eine Maracuja-Limonade. Hier ist noch so ein Dressing. Das mach ich mal drüber. Boah, alles aus. Das sieht so gut aus. Schmeckt richtig, richtig lecker. Dann kommt mein Nachtisch. Oh, das ist die Nummer 5. Sieht sehr schön aus. Vielen Dank. Ja, das ist top. Dankeschön. Ich habe mir nämlich gebackene Bananen bestellt mit Eis und Kokosraspeln. Das sieht richtig, richtig lecker aus. Mein Strohhalm ist kaputt. Pascal, wie schmeckt's hier? Mango Sticky Rice, ganz anders als in Asien. Auch lecker, aber die Mango ist halt nicht so reif wie dort immer. Aber schmeckt auch sehr gut. Ich probiere jetzt hier mal die Sommerrollen mit Garnelen. Ich liebe ja Sommerrollen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt kennt und auch so feiert. Sehr leicht im Geschmack, übertrieben nice. Leute, ich weiß, ihr wollt das alle sehen. Den Bau-Burger. Mal richtig reinbeißen hier, komm. Ja, heftigen Biss hier für die Zuschauer. Ja. Wow. Richtig lecker. Also das ist jetzt schon mal ein richtig teures Video. Ich habe beim Frühstück 60 Euro ausgegeben und jetzt auch noch mal 90 Euro. Wir gehen jetzt noch einen Snack essen und dann auch noch Abendessen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie teuer dieses Video am Ende sein wird. Komm, let's go. Meine 6. Jo, Freunde, bei 10.000 Daumen nach oben drehen wir noch einen Teil. Ich bin jetzt dran. Es gibt Nachtisch. Mal schauen. 1 vor Auge. Oh. Hey! Okay, 3. Drei ist gut. Wenn es mir nicht gepasst hätte, hätte ich gesagt, ey, es ging dein Schuh gekommen. Lass was anderes machen. Bist du oder was? Da Schiebung. Wow. Oh, oh, oh. Das ist der 6. 4. 4. Alter, immer so hohe Zahlen. Aber 6, 5, 4 und jetzt krank, gleich ne? 3. Mats. Wow. Was ist das für ein Trick, Mann? 5. Alter, wie viel willst du essen? Es geht mit der 1 los und dann jetzt zu viel auf einmal. Mann! Loser! Teil dir dein Essen gut ein. Ich will ein Bubble Tea und einen Kuchen. Geht nicht. Wir waren hier gerade im kleinen Bubble Tea Laden und müssen jetzt noch Bargeld holen. Und die hatten gar nicht so viel Auswahl. Ey, wir haben die ganze Karte bestellt. Ja. Es war echt schwer. Die Liste, wie viel wir bestellen, war so. Ja, Mann, das dauert jetzt. Ihr habt das Zeit, dauert ein bisschen. Ja. Wir warten gerade auf unser Essen. NSA, come to Minecraft. Oh mein Gott, Leute, das ist einfach so viel geworden. Man liebt uns einfach alle so. Also meine Freunde, ich habe jetzt hier in diesem Bubble Tea Laden eine 4 gewürfelt. Ich habe jetzt hier so ein Minz Bubble Tea. Ich probiere einfach mal. Schmeckt minzig. Nein. Dann habe ich hier so ein Instagram Getränk, hat er gesagt, das ist mit Sahne und sowas. Ich weiß gar nicht, warum ich Sahne genommen habe. Hardcore Laktoseintolerant. Oh, das ist aber ein bisschen, weiß nicht, schmeckt wie Kokoswasser. Vielleicht sahnig. Und jetzt habe ich hier so einen Crepe-Kuchen. Oh mein Gott. Der sieht so krass aus mit Schokolade und Nüsse und keine Ahnung. Oh mein Gott. Der ist gut. Das ist eine 3. Ich habe auch einen Crepe-Kuchen, voll wabbelig. Warte doch, so, wie soll ich so schnell aufnehmen? Das ist was ganz Neues. Ich möchte nach Gummi. Oh. Alles klar. Kuchen ist 1, 2, 3. Ich habe noch nie mal neben Bubble Tea getrunken. Ist nicht so mein Ding. Das ist Wassermelonensprudel, das schmeckt gut. Ich hatte Pech, ich hatte nur eine 1, obwohl ich richtig Lust auf den Kuchen hätte. Bubble Tea mit Kokos. Boah, das ist richtig lecker. Ich habe ja eine 5 gewürfelt und ich wusste gar nicht, was ich alles nehmen soll. Ich habe einfach von jeder Sorte Kuchen habe ich einfach ein Stück genommen. Einmal Schokolade, was das hier ist, weiß ich nicht. Und was das hier ist, weiß ich auch nicht. Ganz aber leicht vorbereitet. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Und dann habe ich hier ein Vanille Mochi Shake und ein Peach Bubble Tea. Ich bin gespannt, ob ich das alles schaffe. Also der sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Ist ja so ein Pancake-Layer-Kuchen. Oh,
kann man essen, ist okay. Kann man essen, ist eigentlich eine 3 oder eine 4. Ich finde, das schmeckt alles verdammt süß und künstlich. Ja. Ich habe die Kugel im Mund, ich kann die nicht essen. Gib mir bitte, wie echt. Schmeckt deine Minze nicht? Die Minze schmeckt so wie Zahnpasta, das ist... Mundspülung. Leute, ich bin dafür bekannt, alles zu mögen, aber ich finde das so eklig. Ey, wir sind so enttäuscht. Wir essen das jetzt auf jeden Fall auf und dann geht es zum Abendessen. Steven und Lola sind jetzt auch noch als Special Guest mit dazu gekommen. Und ich habe eine Überraschung für euch. Nein! Sie hat für euch gesagt, nicht für dich. Ja, her, Mann. Ich wollte eins haben. Aber geht das auch ohne Mixer? Ja. Nee, braucht ihr nicht. Also wenn ihr auch eins haben wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Ab jetzt ist mein Kochbuch erhältlich. Und wir gehen jetzt alle gemeinsam Abendessen und würfeln, wie viel wir essen müssen. So, Freunde, wir sind ja neu dazugekommen. Ich hoffe, der Würfel ist heute auf meiner Seite. Ich habe nämlich Hunger. Oh Mann, Steve! Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Komm, du kannst ihn retten. Oder dich. Ja! Ja! Oh, ja! Gott sei Dank! Ich freue mich schon bei der Frau. Er denkt, er kann was abhaben. Ich mache weiter. Sechs! Nein! Ich habe nie so viel Hunger. Komm, ich will auch eine 6. Ich habe richtig Bock auf Tapas. Zwei! Komm im Club, Bro. Ja, schade, Mann, ja. Schade. Ich möchte echt nicht so eine hohe Zahl würfeln. 4! Okay, es geht noch, es geht noch. Mittelding wäre gut, 3 oder 4. Kannst du es einfach hinlegen? 1! Ey, 3! Mit Ansage! Brennt, das brennt, das heißt, es brennt! Brennt. Okay, noch mal. Schönen Abend sitzen hier kann ich nicht. Ich hatte ja eine 1. Ich bin heute Abend fast leer ausgegangen. Eine Sache durfte ich bestellen, Chorizo. Das war's. Im Gegenzug zu Oscar durfte ich richtig viel bestellen. Und zwar habe ich eine 6 gewürfelt. Ich habe mich einmal hier für Brot entschieden, für überbackenen Schafskäse, dann Drano-Schinken, eine Avocado-Creme, ein Chai-Latte und eine Cola Zero. Ich hatte 2 Sachen. Ich habe mich hier für frittierte Sardellen entschieden. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ich habe mir dazu noch Brot geholt. Also heute mal kein Trinken, weil ich hatte Bock auf Brot mit Sardellen. Mag sehr gerne. Kein Trinken. Willkommen im Club. Ich habe eine 4 gewürfelt und habe jetzt hier 4 Sachen als Getränk. Eine Sprite. Dann habe ich hier Kartoffelstückchen mit irgendwas mit Tomate. Ich weiß es selber nicht. Dann habe ich hier sowas wie Bruschetta und einen gebackenen Schafskäse. Ich habe eine 5 gewürfelt. Oh Gott, das ist viel zu viel. Also ich habe einmal eine Cola, dann habe ich Nachos mit Salsa-Soße und Avocado-Creme, auch den überbackenen Schafskäse, Brot und ich habe auch Chorizo. Ich habe einfach gar nichts. Ich habe ja eine 2 gewürfelt, aber irgendwie, ich bin umsonst heute gekommen. Mal schauen, wie die Chorizo schmeckt. Ist meine Lieblingswurst mit Tomaten und Knoblauch. Mmh, das ist das Beste. Richtig geil, aber wenig. Meinst du, du wärst davon satt? Nein, auf jeden Fall nicht. Das sind so 5 Würstchenstücke. Der Arme. Oh. Glaubst du, du willst von deinem Sack? Auf jeden Fall. Ich probiere jetzt als erstes hier diesen Schafskäse. Sieht irgendwie aus wie Chicken Nuggets, oder? So ein bisschen. Aber das ist vegan nicht. Mmh. Wow, das ist richtig lecker. Top zwar nicht den Schafskäse aus Griechenland, aber ist auf jeden Fall richtig gut. Als 6 ist die Kartoffel. Mhm. Salsa ist ein bisschen scharf, kann scharf ja gar nicht essen, aber das ist richtig gut, schmeckt richtig lecker. Ich probiere die Nachos mit Guacamole. Sind sie kross? Und? Deli. Richtig lecker. Ich probiere jetzt mein Brot mit Aioli und etwas Serrano. Also das muss ich sagen, ist schon krass teuer. Ich glaube, der Serrano allein kostet 7 Euro. Und wie teuer war das Video heute für dich? Also bisher 200 Euro und das kommt alles noch dazu. Also, ja. Also Daumen nach oben da für Teil 2, damit bis in YouTube mal nie wieder reinkommt. 20.000 Daumen nach oben, ne? Machen wir jetzt 20. Bestfall. Wir haben 10 gesagt. Nein, 20 besser. Mach 20. Hm? Was ist okay, das? Ja, Quatsch, weil du mir das nicht geben kannst. Boah, vielen Dank. Lecker! Oh, Dankeschön. Dankeschön. Ich sag Sahnesoße. Die ballern mir Tomatensahnesoße. Hast du schon mal rote Sahnesoße gesehen irgendwo? Sahne mit Tomaten. Was sieht Deli aus? Ich habe mit 2 gewürfelt, habe ich glaube ich eben gesagt. Und ich habe nur Cola und das hier.
Schmeckt gut, das ist aber nicht das, was wir haben wollten. Ohne Scheiß, ich wollte Sahne haben. Freunde, und es tut so gut, endlich mal wieder essen gehen zu dürfen draußen. Wir sind natürlich alle mit einem negativen Corona-Test. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch in Ruhe aufessen. Ich werde euch im Abspann noch einblenden, wie viel das Ganze gekostet hat. Im Abspann findet ihr auch die ganzen YouTube-Videos von den anderen. Da kam natürlich auch überall ein Video online. Und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut in die Videobeschreibung für die besten Rabatte und auch mein Kochbuch. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bleibt gesund und bis dann. Kauft das Kochbuch! Kauft das Kochbuch! Tschüss.